Herzlich willkommen zu einer neuen inspirierenden Folge von Berit fragt Andrea. Andrea ist bekannt für ihre Kenntnisse im Bereich Gesundheit und Ernährung. Heute tauchen wir ein in das faszinierende Konzept des antioxidativen Netzwerks und erfahren, wie wichtig in der Natur Wirkzusammenhänge sind. Andrea, es ist wirklich schön, dass du heute wieder hier bist und dass ich dich begrüßen darf. Ich freue mich auch, Berit. Dann wollen wir doch gleich mal durchstarten. Andrea, welche Rolle spielen Antioxidantien in unserem Körper und wie arbeiten sie zusammen und warum sind diese für unsere Gesundheit so wichtig? Ja, da muss man ein kleines bisschen ausholen. Es ist ja so, dass wo sich die Natur entschieden hat, mit Sauerstoff die Verbrennung zu regulieren. Es gibt in der Tiefsee auch andere Organismen, die machen das mehr mit Schwefelwasserstoff. Aber wir, die wir an der Erdoberfläche uns als tierische Lebewesen befinden oder dann eben auch als pflanzliche Lebewesen, wir verstoffwechseln den Sauerstoff und die Pflanzen, die bilden ja aus CO2, also aus dem Kohlenstoffdioxid, den für uns dann Sauerstoff, den wir verarbeiten, sodass es da einen Recyclingkreislauf gibt. Und den Sauerstoff, den wir verarbeiten, in dem Sinne, dass wir damit unsere Nährstoffe verbrennen, also Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, und da entstehen eben per se mal in unseren Energiekraftwerken, da sage ich gleich noch was dazu, ziemlich viele Radikale. Jetzt, was ist so ein Radikal? Das blenden wir dann auch nachher gleich noch ein. Diese Radikale sind chemisch gesehen Teilchen, denen ein Elektron fehlt, weil die Teilchen sind immer nur dann zufrieden, wenn sie so gepaarte Elektronen haben. Und diese Sauerstoffradikale, die haben eben mindestens ein, manchmal auch sogar zwei ungepaarte Elektronen. Und die versuchen jetzt ganz radikal, da kommt also auch der Name her, aus allen Substanzen, die ihnen begegnen, Elektronen rauszureißen. Und jetzt ist es natürlich sehr ungeschickt, wenn das körpereigene Strukturen sind und dann hat die Natur ein Gegensystem entwickelt, damit die körpereigenen Strukturen nicht zerstört werden, dass nämlich diese Radikale abgefangen werden durch ein antioxidatives Netzwerk. Und dieses antioxidative Netzwerk, das sitzt jetzt vor allen Dingen, das beginnt mal mit einem Stoff. Das zeigen wir jetzt auch hier an der Folie. Also es kann durch UV-Strahlung können diese Radikale entstehen, aber eben in den Energiekraftwerken, in unseren Mitochondrien, da haben wir so pro Zelle 200 oder 500 bis 2000 Stück. Also in so einer Herzmuskelzelle, wo viel Energie zur Verfügung gestellt werden, da sind per se mal sehr viele Mitochondrien drin. Und da, wo eben viel Energie benötigt wird, haben wir viele. Und da, wo weniger Energie benötigt wird, also so in Fettzellen, die mehr für Speicherung benötigt werden, da haben wir per se mal etwas weniger. Und diese Mitochondrien, die sind hochinteressant, weil die haben wir uns nämlich irgendwann im Lauf der Evolution im Körper einverleibt. Das sind nämlich Proteobakterien, also so Urzeitbakterien. Und das weiß man deswegen, weil die haben eine andere DNA, die ist nämlich nicht wie unsere, wie so eine Wendeltreppe, so eine Helix, sondern die ist ringförmig. Und interessant ist auch, dass die von den Eizellen über vererbt werden. Das heißt, wir haben hier einen Nachweis über eine mütterliche Erblinie in hunderte von Jahren nach hinten, können wir dann sagen, wo kommt denn jemand her über diese DNA in den Mitochondrien? Und das ist die schlechte Nachricht, ist, wenn die Mitochondrien kaputt gehen, sind sie für immer kaputt. Und wenn die gute Nachricht ist, wenn wir sie richtig füttern, das heißt mit entsprechenden Vitalstoffen, dann können die wieder sprossen und sich dann durch Teilung vermehren. Das ist also diese positive Sache, ne? Also die negative Sache ist eben, dass wenn die Mitochondrien so nach und nach verloren gehen, wenn eben viele Radikale nicht abgefangen werden, dann kommen wir in Richtung, was man heute mitochondriale Medizin
bezeichnet. Das sind alles so neurodegenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson, MS, Migräne, auch kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes. Auch Parodontitis ist dabei und Krebs gehört da auch mit rein. Also man kann da eben ganz viel in der Vorbeugung mit dem antioxidativen Netzwerk machen. So, jetzt, was ist das antioxidative Netzwerk? Also wir gehen mal davon aus, wir haben es mit den Mitochondrien, also mit den Radikalen in den Mitochondrien zu tun. Und dann muss die Zellmembran der Mitochondrien geschützt werden. Da gibt es so ein Vitamin E. Und das Vitamin E hat ein ganz langes, fettes Schwänzchen. Damit ist es in der Zellmembran verankert. Und mit seinem Köpfchen sagt es, ich biete dir hier ein Elektron an. Ja? Und wenn dann so ein Sauerstoffradikal da angeflitzt kommt, kommen ja ganz viele, dann kriegt es gleich mal ein Elektron serviert. Und dann hat jetzt aber natürlich das Vitamin E ein Elektron zu wenig. Und das ist jetzt auch schwierig. Also meine Versuche in der Praxis und mit Messungen, habe ja so ein tolles Messinstrument, wo ich da nachgucken kann, wie sieht es denn aus mit Vitamin E im Körper. Da stellt man fest, dass man das praktisch gar nicht einnehmen muss, weil man das sowieso nicht an die Zellmembran hinbekommt und dass das mit dem Schwänzchen sich da verankern kann. Also ist das Vitamin E im Essen reicht da aus und es ist eher wichtig, dass man jetzt sagt, so dem Vitamin E, dem fehlt jetzt das Elektron. Wer kann denn dem Vitamin E jetzt ganz einfach ein Elektron geben? So Elektronenübergangsreaktionen, die brauchen immer irgendwelche Katalysatoren und die Katalysatoren, die sind bei uns im Körper Enzyme. Und diese Enzyme, die haben in der Mitte immer irgendwelche Metalle sitzen, die wir unbedingt dann auch brauchen. Das heißt, wenn wir da einen Mineralmangel haben, dann funktioniert diese Elektronenübergabe auch nicht. Und das, was wir da in diesen Enzymen, die heißen Superoxiddismutasen, das kann man aber auch gleich wieder vergessen, da muss dann da in der Mitte Mangan, Kupfer, Selen und Zink sitzen, damit diese Elektronenübergaben stattfinden können. Ja? Also Zink und Mangan, Kupfer, Eisen manchmal auch noch, Magnesium auch noch. Ja, und das sind diese Dinge, die uns dann, wenn wir da bei den Vitalstoffen einen Mangel haben, in Form von der Nichtfunktionsfähigkeit der Enzyme entgegenkommt. So, und wer gibt jetzt das Elektron ab über die Enzyme? Das ist das Vitamin C. Und anders als das Vitamin E, das da fest verankert in der Zellmembran sitzt, ist das Vitamin C super wasserlöslich und es gibt dann das Elektron da an das Vitamin E ab. So, und das Recycling-System hört da aber nicht auf. In der Natur haben alle Lebewesen, können das Vitamin C selber herstellen. Außer Meerschweinchen und Menschenaffen, die haben irgendwann diese Fähigkeit durch eine Mutation verloren. Und das ist früher kein Nachteil gewesen, weil da haben wir ja genügend Vitamin C durch Kräuter und durch Gemüse und Obst aufgenommen. Heute ist das ein größeres Problem, weil man kann an sich relativ leicht feststellen, dass man Vitamin C-Mangel hat, wenn man Zahnfleischbluten beim Zahnputzen bekommt. Ja, weil das sind so die ersten Zeichen, dass eben Gefäße platzen, weil das Vitamin C ist im Immunsystem wichtig, ist als Antioxidanz wichtig. Es ist aber auch in der Kollagensynthese wichtig. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, über das Kollagen. Und wenn mein Kollagen nicht ausreichend gebildet wird, dann gehen eben alle bindegeweblichen Strukturen kaputt und dann kriege ich eben Zahnfleisch, Bluten, Gefäße platzen, die Knochen werden weich, also das, was die Seefahrer so als Skorbut eben hatten. So, und das Vitamin C wird jetzt recycelt durch Alpha-Liponsäure und Glutathion. Und dann gibt es noch so ein tolles Redox-System NAD und NADH Plus. Das haben wir beim Kollagen auch schon besprochen. Und dann haben wir noch die ätherischen Öle, die da auch noch hinein schwingen. Und letztendlich kann man bei Stoffen die Aktivität, mit der Radikale abgefangen werden, über einen ORAC-Wert definieren. Also oxidatives radikalische Aktivitätskoeffizient wäre die Abkürzung von diesem Kunstwort ORAC.
Und da stellen wir fest, dass die Superfoods, die ich da nehmen kann, die man so normalerweise kennt wie Aronia-Beere, Acai-Beere oder OPC oder solche Sachen, also Traubenkernmehlextrakt, dass die eben so um die 100.000 sitzen. Und wir haben aber zum Beispiel bei den ätherischen Ölen, bei der Nelke, hätten wir schon ein antioxidatives Potenzial von 1.078.000. Also das ist um Potenzen höher. Von daher können wir ganz wunderbar das antioxidative Netzwerk mit den ätherischen Ölen von hinten her auffüllen. Ja, und das ist also klüger, als da vorne beim Vitamin E was rummachen zu wollen, in den verschiedenen Ebenen reinzusteigen. Und am stärksten kann man halt von ganz hinten reinsteigen mit den ätherischen Ölen, sodass praktisch das Recyceln im Körper ermöglicht wird. Genau, also das war jetzt ausgeholt, das, was über das antioxidative Netzwerk zu sagen ist. Gut, was mich jetzt tatsächlich noch interessiert und gibt es bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, die besonders reich an Antioxidantien sind und somit auch das antioxidative Netzwerk schützen können? Ja, das ist klar. Das sind eben ganz besonders die ätherischen Öle. Da blenden wir dann auch meinen Praxistipp ein, den ich eigentlich jedem Patienten gebe. Das sagt man, nimm mal morgens und abends 2 Tropfen Zitrone und 2 Tropfen Weihrauch und eventuell noch die goldene Sieben dazu. Zu der goldenen Sieben machen wir dann nochmal ein extra Netzwerk, weil die Zitrone, die wirkt dann ausleitend und entgiftend, stimmungsaufhellend und bringt eben ganz, ganz viele Elektronen in dieses antioxidative Netzwerk rein. Und der Weihrauch, der wirkt zellregenerierend, zellerneuernd, antitumoral, auch antioxidativ natürlich und unterstützt chemische Reaktionen und damit auch die Wirkung aller anderen ätherischen Öle. Und damit kann ich dann sozusagen von hinten mal dieses antioxidative Netzwerk auffüllen. Großer Vorteil, die ätherischen Öle oder überhaupt Pflanzenstoffe kennen wir von der Evolution seit Urzeiten und die können wir ganz wunderbar verstoffwechseln. Das hat für die ätherischen Öle den Vorteil, dass sie sich nicht anreichern im Körper und uns damit auch nicht vergiften können, hat aber auch den Nachteil, dass sie relativ schnell wieder abgebaut werden. Das heißt, da muss man so ein bisschen spiegelerhaltend die Einnahme machen, dass man eben nicht zum Beispiel 4 Tropfen gleich morgens nimmt von einer Substanz, sondern die Einnahme auf morgens und abends verteilt und dadurch dem Körper immer so einen bestimmten Spiegel anbietet. Ja? Und dann natürlich Pflanzen rauf und runter. Die beste Ernährung ist ja diese basische Ernährung oder leicht basische Ernährung. Und da würden wir alles, was pflanzlich ist, tut uns einfach gut. Und natürlich frisch. Das heißt, wenn ich Vitalstoffe haben möchte, die auch so in Richtung Vitamin C oder so geht, da weiß man, dass die Vitalstoffe, also auch die Vitamine, reichern sich im Obst und Gemüse erst so 3 bis 4 Tage vor Vollreife an. Und in der Regel, wenn ich dann Himbeeren habe, dann fallen die mir von meinem Strauch schon in die Hände. Da kann ich die nicht mehr verkaufen im Lebensmittelladen. Ja, das heißt also, das, was ich im Lebensmittelladen bekomme, das ist in der Regel nicht das, was ich wirklich brauche. Gute Firmen wissen das, weil die fahren mit den Gefriertrockengeräten an die Felder hin. Dann kommt die Ernte direkt da rein, wird gefriergetrocknet und dann ist die knallvoll mit diesen Vitalstoffen. Ja, also alles, was wir im Handel bekommen, also wir sagen ja heute, wir verhungern an den vollen Tellern. Ne? Also Apfel zum Beispiel. Innerhalb von 24 Stunden wird das Vitamin C in einem Apfel normalerweise auf die Hälfte reduziert. Ja? Nun sind unsere Äpfel auch nicht mehr das, was sie in den 50er Jahren waren. Das heißt, da ist schon viel zu viel Zucker reingezüchtet worden. Also die süßen Sorten, die dominieren heute. Man kriegt ja kaum einen Boskop-Apfel, der mal so richtig sauer und herb ist, der aber dann auch wirklich gesund wäre.
Und dann ist es bei den Äpfeln so, dass wenn wir gesagt bekommen, das ist die neue Ernte, dass das sehr relativ zu betrachten ist, weil zum Beispiel am Bodensee gibt es Hochlager, da wird First In, First Out, das heißt, die Kisten, die zuerst reinkommen, werden computergesteuert auch zuerst wieder verkauft. Das ist natürlich sinnvoll für die Obstbauern, gell? Und dann wird es Obst und Gemüse in Stickstoffatmosphäre und kühl und dunkel da eingelagert. Ne? Das ist gut, weil der Stoffwechsel dann reduziert wird. Aber das kann uns dann auch passieren, dass uns eben die letzte Kiste oder die erste Kiste, die reingefahren worden ist, schon vom Vorjahr ist und dass uns das dann als frisches Obst verkauft wird. Ne? Also das ist nicht die neue Ernte, ne? In der Regel. Es sei denn, ich kaufe es vor Ort, dann kann man nicht so schummeln. Ja? Und dann ist halt einfach auch so, dass man auch gucken muss, wie ist es denn mit dem Gespritzen? Also vom Apfel zum Beispiel weiß man, dass der 48 Mal gespritzt wird von der Blüte bis zum Ernten. Und da ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich Bio-Obst sucht. Also Demeter ist da noch relativ sicher. Und aber auch beim Bio-Obst muss man im Hinterkopf haben, auch beim Biogemüse, dass da auch gespritzt worden ist. Halt weniger. Ja, also beim Bio-Apfel 8 Mal im Vergleich zu 46 Mal ist ja schon mal ein Gewinn, aber eben nicht komplett nicht. Ne? Also wenn ich meine Äpfel habe, dann streiche ich so Kalk an die Bäumchen, an die Baumstämmchen hin, damit da nicht die Apfelspinner-Raupen hoch krabbeln. Aber meine Äpfel sind immer sehr belebt. Und ich würde mal sagen, also ein Apfel, der einen Datscher hat oder eine Braunstelle hat und wo mir eine Made entgegenguckt, der ist eigentlich der super gesunde, weil die Maden, die vermeiden die Giftbrühe. Ne? Und deswegen sollte man sich da vielleicht auch angewöhnen, mal an das Fallobst zu gucken und dann da auszuschneiden. Ja? Das sagt, das ist ja nicht schlecht, wenn an der einen Ecke ein Wurm drin sitzt und die andere Ecke ist ja trotzdem noch gut. Also da dürfen wir auch mal unsere Anspruchshaltung ein bisschen überprüfen. Ja, und dann haben wir eben diese Lebensmittel, die sollten auch wirklich Lebensmittel sein, gell? Also nicht kaputtgespritzte, tote Nahrungsmittel, wo ich dann eben nicht das rausbekomme, was ich an Vitalstoffen tatsächlich brauche. Nochmal zusammengefasst, vom Baum runter, vom Strauch runter, vollreif essen wäre ideal. Ne? Also Anbau im eigenen Garten, ich schaffe das nicht. Ich habe ein paar Himbeersträucher, ein paar Brombeersträucher und auch ein paar Apfelbäumchen. Also so, wie nennt man die denn? Also so niedrige, wo ich relativ leicht ran kann, also nicht die hohen. Aber das reicht natürlich für den Konsum gar nicht. Und jetzt mit Mohrrüben oder Karotten oder Salat anzufangen, das sprengt meinen Rahmen total. Also Tomaten kriege ich noch hin im Topf. Und was ich ganz, ganz viel habe, sind Kräuter in den Töpfen. Ja, und das ist sowieso das Allerbeste, weil die Kräuter bringen richtig viele Bitterstoffe und richtig viele Vitalstoffe. Dann aber nicht zerkochen, sondern wenn das Essen fertig gekocht ist, drüber schnippeln und nicht mehr mitkochen, also frisch drüber streuen. Genau. Sehr viele gute Tipps, Andrea. Welche Auswirkungen hat ein unausgeglichenes antioxidatives Netzwerk denn auf unsere Gesundheit und auf unser Wohlbefinden? Also das hatten wir vorher schon ganz kurz angesprochen, dass nämlich die Radikale in den Mitochondrien, wenn die nicht abgefangen werden können, die Mitochondrien kaputt machen. Und wenn die Mitochondrien kaputt gehen, dann können die nicht genügend von unserem Grundbrennstoff produzieren. Also das ist wie das Auto Benzin braucht jede tierische Zelle das Adenosintriphosphat, kurz ATP, als Grundbrennstoff. Und das haben wir in der Regel nur als Vorrat so 1, 2 Sekunden. Das wissen die Leistungssportler. Ne? Das ist das, wenn ich am Start stehe, 100-Meter-Sprint mache, da komme ich so die ersten 20 Meter weit, aber bei 100 komme ich mit dem ATP nicht mehr an. Da gibt es dann schon andere Systeme, die Energie bereitstellen, die da einspringen müssen. So, und jetzt müssen also unsere Mitochondrien Tag aus, Tag ein, 24 Stunden, 7 Tage lang, alle 2 Sekunden allerspätestens ständig dieses ATP bilden.
Und dabei fallen relativ viele Sauerstoffradikale an, die dann, wenn die nicht genügend Antioxidantien sind, die Mitochondrien kaputt machen. Und dann merken wir das, indem wir müde, matt, abgeschlagen, energielos sind und so komische chronische Erkrankungen bekommen. Ja? Chronisches Fatigue-Syndrom, degenerative Erscheinungen wie Alzheimer, wobei der Alzheimer mehr der Typ-3-Diabetes ist, aber auch Konzentrations-Merkstörungen, Sprechstörungen, Lernstörungen, also alles in der Art, da merke ich das. Oder ich merke einfach, ich bin nicht so ganz so fit, mir fehlt so ein bisschen die Power, ja, so der Sprit im Tank, dass ich so Gas geben kann. Daran merke ich das eigentlich zuallererst. Ja, und gibt es bestimmte Lebensstilfaktoren, die die Effizienz unseres antioxidativen Netzwerks beeinflussen können? Und wenn ja, welche können es sein? Ja, ganz klar. Also einmal ist natürlich die UV-Strahlung auch so ein Ding, wo Radikale entstehen können. Das heißt, ich sollte auch, wenn ich viel in der Sonne bin, immer Stoffe auf die Haut auch auftragen, die Radikale abfangen können. Also da ist zum Beispiel das OPC ganz wunderbar, dass ich das in eine Creme mit reinnehme. Manche ätherischen Öle auch. Zitrusöle gehören nicht auf die Haut in die Sonne. Gell? Da gibt es Stoffe drin, die Furokumarine, die können eine Antikörperreaktion machen. Und dann haben wir auf der Haut so Verbrennungsbläschen. Also das ist sehr unangenehm oder braune Verfärbung. Also Zitrusöle nicht auf die Haut in der Sonne. Ja, sonst schon und innerlich kein Problem. Aber da würde ich dann auf andere Öle ausweichen. Die Lavendel zum Beispiel könnte man da nachträglich nehmen nach dem Sonnenbad, ne, dass die Radikale da auch wieder abgefangen werden. Dann Rauchen ist ein enormer Radikalproduzent. Viele Medikamente bilden auch Radikale. Und dann gehört zum Lebensstil auch das Schlafen, weil beim Schlafen in der Zirbeldrüse das Schlafhormon ausgesendet wird, und das Melatonin. Und das ist das eines der allerstärksten Antioxidantien in unserem Körper. Das heißt, im Schlaf regelt sich auch dieses antioxidative Netzwerk wieder. Zudem laufen Reparaturen von der Leber aus in der Nacht ist die Leberzeit zwischen 1 und 3 Uhr und da laufen die meisten Reparaturen. Und wenn wir dann eben genügend Vitalstoffe zugeführt haben, dann kann die Leber damit dann auch die Reparaturen machen. Ja? Hauptwirkstoff in der Leber oder Hauptreparaturstoff für Zellmembranen ist das Cholesterin. Und da ist leider in den Medien eine riesengroße Lüge unterwegs, dass man Cholesterin senken müsste. Es ist so passiert, wie das oft im Laufe der Schulmedizin passiert ist in den letzten 150 Jahren, dass die Messwerte immer weiter runtergesetzt werden. Also früher war das ganz normal, dass 300, der Wert von 300 beim Cholesterin ein ganz normaler war. Ja? Heute wird schon bei 200 das Fass aufgemacht. Und mit den Cholesterinsenkern muss einem klar sein, da unterbinde ich die Reparatur an den Zellen. Also da macht man nur das Symptom weg und schafft eine viel größere Katastrophe. Also ist eigentlich, wenn die Leber zu viel Cholesterin bildet, also ist auch eine Lüge, dass man das durch die Ernährung zu viel hätte. 80% des körpereigenen Cholesterins macht die Leber selber, weil das so wichtig ist. Wir würden auch sofort ohne Cholesterin sterben. Da ist es dann so, dass die Leber eben das Cholesterin bildet, wenn repariert werden muss an den Zellmembranen. Ja, und die Ursachensuche wäre dann viel wichtiger. Warum muss denn so viel Reparatur im Körper laufen? Ja, also das ist immer wichtig, die Zusammenhänge zu kennen. Und der Schlaf ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um eben auch das antioxidative Netzwerk und die Reparaturen im Körper laufen lassen zu können. Und zwar nicht der Schlaf, wenn ich dann morgens um 2 oder 3 ins Bett gehe, sondern der Vormitternachtsschlaf.
weil dann schon die Sachen im Körper anlaufen können, sodass die Leber dann von nachts von 1 bis 3 wirklich in die volle Reparatur gehen kann von dem Bedarf, was da ist. Wow, sehr interessant. Zum Abschluss noch eine Frage. Was sind deine persönlichen Tipps für die Erhaltung eines starken und gesunden antioxidativen Netzwerks? Also auf jeden Fall mein Praxistipp mit dem Lemon und Weihrauch und der goldenen Sieben. Das blenden wir auch noch ein zum Schluss. Und im Verein tun wir viele von den Sachen, Folien oder Abbildungen zu dem, was wir heute gesagt haben, auch unter das Video drunter setzen. Der Verein ist für uns ein geschützter Raum. Da kann aber jeder kostenfreies Mitglied werden, der sich dafür interessiert. Dann auf jeden Fall mit den ätherischen Ölen auch wirken in Richtung verdauungsfördernde Öle wie Anis, Fenchel, Kümmel oder eben so einer verdauungsfördernder Mischung. Das würde ich immer als Aperitif einsetzen, also einen Tropfen in ein Glas geben, Wasser drauf, nicht andersrum, weil sonst schwimmt das fettlösliche ätherische Öl als ein Fleck oben und dann brennt es eventuell um den Mund rum. Und wenn ich es schon im Glas habe und dann das Wasser drauf kippe, dann verwirbelt es gut und dann habe ich es fein verteilt. Dann auf jeden Fall kein Fastfood, kein Convenient Food oder so wenig, wie es irgendwie geht, weil da sind dermaßen viele Konservierungs- und andere Chemikalien drin und Geschmacksverbesserer. Also diese ganze, ich sag mal, immer wenn ich in den Supermarkt zum Einkaufen gehe, sind das für mich zwei Regale höchstens, die in Frage kommen und 90% erkenne ich sofort als Müll, ja, also als krankmachenden regelrecht. Und es hilft nichts, man sollte heute wirklich selber kochen, weil dann kann ich bestimmen, was mir da in der Ernährung entgegenkommt. Und interessant ist der Ausdruck Lebensmittelindustrie. Und es muss einem einfach klar sein, dass Industrie auf eine Gewinnmaximierung abzielt. Und eine Industrie hat null Interesse an Gesundheit einer Bevölkerung. Das muss einem einfach klar sein, ja? Und Lebensmittelindustrie wird immer so maßgeschneidert, dass das Ding lange haltbar ist, dass das nach Möglichkeit ansehnlich ist, also da kommen Farbstoffe rein, dass es super riecht, das heißt, da hat man sehr, sehr viele Aromastoffe drin, die in der Regel dann im Körper auch hormonell richtig Mist bauen können. Dann hat man Konservierungsstoffe, damit es überhaupt lang haltbar ist. Also da geht es überhaupt nicht darum, ob das, was ich da anbiete, gesund ist oder nicht. Ja? Das ist die Lebensmittelindustrie. Und wenn ich solche Produkte greife, muss es mir klar sein, dass das vielleicht mich kurzfristig satt macht, aber langfristig wird es mich vermutlich krank machen. Ja? Und deswegen ist das selber Kochen was ganz Entscheidendes. Und so ein leicht gedämpftes oder ein rohes Gemüse, also vorher haben wir ja schon gesagt, in das Natron, also ins Backnatron einlegen, damit die Pestizide darunter kommen. Viele frische Kräuter. Und ich habe eine ganz liebe Freundin, die Hanne Bogosian. Die hat sich so spezialisiert auf basische und gesunde Ernährung. Und die hat eine Basenglücksbrühe entwickelt. Das Rezept kann man auf Anfrage auch bekommen. Kostet 5 €, weil das ist ihr Grundwerkzeug. Und dann hat man da praktisch aus dem Gemüse alle Mineralien rausgekocht und dann macht man sich nochmal eine Smoothie sozusagen, indem man, Obst Gemüse da hineingibt, mehr Gemüse als Obst, gell, dass nicht zu viel Zucker reingibt. Ich gebe dann immer noch Miso rein, also Bakterienmischung. Kriegt man im Asialaden ganz gut und dann kommt noch ein Stückchen Butter rein, damit auch die fettlöslichen Vitamine richtig gut gelöst wird. Und dann gebe ich da ein bisschen von der Suppe rein, quirl das, also im Thermomix oder im Mixer, dass es richtig klein gehauen ist. Ach ja, Ingwer und Kurkuma gebe ich auch immer noch rein, also frischen. Und dann fülle ich das in eine große Tasse. So sind meine Tassen, solche Riesenbottiche. Und gibt dann nochmal Brühe obendrauf. Und das ist die perfekte Vitalstoffversorgung.
mit Mineralien, mit Vitaminen, mit Chlorophyll, das ja auch giftbindend wirkt. Also das ist das Allerbeste. Und bei mir steht immer so ein großer Topf Suppe auf dem Herd. Und das reicht, wenn man das einmal am Tag aufkocht, weil dann sind alle Bakterien da drin erstmal wieder platt. Und da fliegen alle Küchenabfälle rein, die nicht von den Nachtschattengewächsen, also Tomate, Paprika, Aubergine, nein. Kartoffel, auch nein. Aber Zwiebelschalen vom Lauch unten, die Wurzeln von den Karotten oben, das Grün, das fliegt alles da in den Topf, weil dann die wertvollen Mineralien da praktisch rausgekocht werden. In Form von organischen Verbindungen, sodass wir diese Ma Mineralien dann auch richtig gut verwerten können. Und dann noch die Suppe drauf, die bringt nochmal viele Mineralien, dann ist das perfekt. Ja, und die Gewürze da drin, die bringen dann noch andere Komponenten mit rein. Und dann habe ich mit einem so einem, sage ich jetzt mal, Smoothie, eigentlich schon mal eine perfekte Sache für mein antioxidatives Netzwerk gemacht. Wow, Auch für das Ratenkonto. ja. Vielen Dank für deine wirklich hochwertigen Informationen. Und Sehr ja, gerne. das war auf jeden Fall für heute mal die Folge zum Thema antioxidatives Netzwerk mit Andrea Souvenier. Vielen Dank fürs Zuschauen und Andrea, herzlichen Dank für deinen wertvollen Einblick. Und ich verabschiede mich. Und ich freue mich aber schon, wir sehen uns schon bald wieder mit anderen Themen und ich habe noch so viele Fragen an dich. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute auf deinem Weg zu Wohlbefinden und Gesundheit. Tschüss. Ciao.